Wie gesagt, wir organisieren Workshops, machen Veranstaltungen, dokumentieren gute Praxis aus Luxemburg auch auf Englisch auf unserem Blog beziehungsweise in Form von einer Projektdatenbank und organisieren eben dieses Jahr die zweite Staffel von dem SIBO-Kolloq. Und hier haben wir dann jetzt auch endlich alle Termine fix. Das heißt, heute oder beziehungsweise am 27. April haben wir angefangen mit der neuen Leipzig-Charta. Heute kümmern wir uns um das Thema Barrierefreiheit am Beispiel der Stadt Warburg. Am nächsten Dienstag haben wir eine Expertin aus Paris zum Thema der Revitalisierung von Quartieren beziehungsweise von Innenstädten. Am 1. Juni haben wir Jan Gardner aus Wien zum Thema des Tactical Urbanism. Eine Woche später eine Mitarbeiterin der RWTH Aachen zu Instrumenten der Quartiersentwicklung. Wiederum eine Woche später einen Vortrag zur gendergerechten Stadtentwicklung in der Stadt Wien. Dann am 29. Juni, das ist allerdings aufgrund der Zeitverschiebung in Australien, um Vormittag um 10:30 Uhr, haben wir Mark Stevenson, einen Professor von der Uni Melbourne, zum Schnittstelle von öffentlicher Gesundheit und also Mobilität und Nahverkehr. Und dann zum Abschluss am 6. Juli haben wir zwei Beispiele aus Brüssel und aus Oslo, wo es darum geht, die Straßenflächen wieder für Menschen zugänglich zu machen und dort eben auch über temporäre Nutzung bzw. dauerhafte Umnutzung etwas vorzusehen. Die Vorträge sind immer in der Sprache, wie sie hier eben angezeigt sind. Das heißt, französischsprachige Vorträge sind Französisch und die anderen sind dann in der Regel auf Deutsch. Wie gesagt, heute geht es um das Thema Barrierefreiheit und da begrüßen wir recht herzlich Irene Lohaus vom Büro Lohaus Karl Köhlmos, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner, wenn ich das richtig gesehen habe. Und sie wird uns, wie gesagt, am Beispiel der Stadt Warburg das Thema der Barrierefreiheit nahebringen. Und es geht ja in diesem SIBO-Kolloq darum, so ein bisschen, sage ich mal, neu in Anführungszeichen, neue Anforderungen an die Stadtplanung zu thematisieren aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Nun sind viele dieser Herausforderungen vielleicht nicht unbedingt neu im eigentlichen Sinne des Wortes neu, aber kommen einem vielleicht neu vor oder werden immer wieder neu reingebracht. Zum Thema der Barrierefreiheit ist ja in Luxemburg zurzeit ein Gesetzesprojekt im Verfahren, welches das nochmal ganz neu fassen wird. Deswegen ist es für uns tatsächlich zum Teil ein neues Thema. Und wir blicken dort auch immer nach Deutschland, um die Normen, die Praxis auch dort zu sehen. Deswegen sind wir dann gespannt auf den Vortrag. So, dann übergebe ich das Wort und den Bildschirm an die Frau Lohaus. So, den Bildschirm sehen wir. Sie müssen dann nur noch Ihr Mikro anmachen und dann werden wir. Mikro, jetzt sehe ich mein Mikro, jetzt werde ich wieder teilen. Entschuldigung. Nur den Bildschirm haben wir verloren, aber. Genau, der kommt jetzt auch wieder. So, jetzt haben wir es. Entschuldigung. Ein Problem. Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Einladung zu dem Vortrag und ich möchte Ihnen heute das Modellprojekt Barrierefreiheit im historischen Stadtkern der Hansestadt Warburg vorstellen. Das ist eine kleinere Stadt in Nordrhein-Westfalen, die hier eben ja, 2009 im Prinzip, kann man sagen, schon Vorreiter für nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern auch sonst in Deutschland war, mal das Thema Barrierefreiheit für eine gesamte Innenstadt zu betrachten, wobei es hier im Schwerpunkt um die öffentlichen Räume geht. Also es geht wirklich um die Umgestaltung der öffentlichen Räume, weniger um die Gebäude, aber das ist ja eine wichtige Voraussetzung letztendlich, um eben das Wohnen in der Altstadt, um die geht es nämlich hier auch für die Menschen, die hier eben schon lange auch ihren vielfach ja eigentumsbewohnten Häusern geht, um die Nutzbarkeit auch aufrechtzuerhalten. Demografischer Wandel, alternde Gesellschaft, das war so der Anlass damals eben hier über diese Fragestellungen nachzudenken. Und das ist eben der Schwerpunkt heute meines Vortrags, diesen Prozess auch so ein Stück weit darzustellen oder auch das Ergebnis, kann man sagen, darzustellen. Denn 2009 hat es also für uns gestartet mit dem Wettbewerb. Und im 2019, also 10 Jahre später, ist für uns das Projekt dann abgeschlossen gewesen. Also 10 Jahre lang hat die Stadt
daran gearbeitet und gebaut, um eben dann eine Gesamtentwicklung für die Innenstadt abgeschlossen zu haben. Bevor ich darauf eingehe, will ich vielleicht ganz kurz zu unserem Büro oder auch meiner Person noch etwas sagen. Uns gibt es als Büro Lohaus und Karl seit 1996. Herr Kömus ist 2019 dazugekommen als langjähriger Mitarbeiter. Haben wir ihn quasi mit integriert bei uns ins Büro. Und wir sind gegründet in Hannover. Inzwischen haben wir auch seit 2010 einen Standort in Dresden, weil dort habe ich seit dem Zeitpunkt eine Professur für Landschaftsbau, nennt sich das, im Studiengang Landschaftsarchitektur an der TU Dresden inne. Die TU Dresden hat gleichermaßen eine Architekturausbildung und Landschaftsarchitekturausbildung. Insofern ganz interessant, diese Querschnittssituation, die wir dort haben. Und vergleichbar übrigens mit Hannover ist nochmal ein Standort, wo wir das so haben. Ich bin aber von der Ausbildung her tatsächlich eigentlich Landschaftsarchitektin, habe im Prinzip seinerzeit in Hannover, so wie es in Dresden jetzt auch Praxis ist, Stadtplanung mitstudiert, also sprich die entsprechenden Module oder Fächer, hieß es damals noch, in Hannover mitbelegt. Und wir haben im Büro auch vielfach städtebauliche Wettbewerbe gemacht und auf die Art und Weise dann einen Eintrag in die Kammer erhalten, denn es war lange Zeit, gerade in der Bürogründungsphase 1996, für uns als Landschaftsarchitekten kaum möglich, überhaupt Stadtplatzwettbewerbe oder Innenstadtplanungen zu machen. Für uns als Landschaftsarchitekten gehörte das aber zum Programm Außenraumgestaltung dazu, also nicht nur das Grüne zu denken, sondern stadträumlich, städtebaulich zu denken und eben auch die öffentlichen Stadträume, also innerstädtischen Räume und gleichermaßen Straßen wie Plätze mitzudenken, also auch bei den verkehrsplanerischen Themen mitzumischen und Straßengestaltung als ein Themenfeld mitzubetrachten. Und das haben wir eben sozusagen immer weiter entwickelt für uns auch. Insofern ist ein Kernthema für uns in der Planung eben auch das Thema Plätze, Fußgängerzonen, Straßenräume, aber dann natürlich auch die ganze Bandbreite der, ich nenne es mal klassischen Landschaftsarchitektur, die Themenfeld für uns sind. Inzwischen haben wir ungefähr 20 Mitarbeitende. Wir haben noch einen kleinen Berliner Standort fürs Thema Wettbewerbe vor 2 Jahren gegründet. Also das ist so der Rahmen, in dem wir uns aktuell bewegen. Und Schwerpunkt ist schon ganz eindeutig, sind öffentliche Räume. Es gibt zwar auch mal private Anlagen, aber im Kern sind es wirklich öffentliche Räume und durchaus eben auch viele Stadtplatzprojekte und öffentliche oder Innenstadtlagen, die wir behandeln oder entworfen haben in den letzten Jahren. Und das eben ja im Wesentlichen im norddeutschen Raum, aber dort eben so wirklich von quer rüber Ost-West, kann man sagen. Und darunter eben in den letzten Jahren sehr viele, die eben im Wesentlichen aus Anlass der Barrierefreiheit auch ins Leben gerufen worden sind, kann man sagen. Das ist in den letzten Jahren wirklich vielfach Anlass für Umgestaltungen. Und insofern ist das Thema mit der Barrierefreiheit in den Innenstadtlagen umzugehen auch so ein Stück weit für uns ein Schwerpunktthema geworden. Nicht zuletzt auch, ist immer die Frage, wie rum es dann entstanden ist, aber tatsächlich war es so, dass es zunächst das Modellprojekt in Warburg gab, dann gab es meine Berufung an die TU Dresden und dort ist mein Forschungsschwerpunkt Barrierefreiheit, also sprich die Beschäftigung mit dem Modellprojekt hat mich letztendlich dazu geführt, daraus auch Fragestellungen zu formulieren, die ich dann in Forschungsprojekten weitergetragen habe, kann man sagen. Und das köppelt sich jetzt immer weiter, ein Stück weiter hin und her. Es gibt jetzt auch wieder ein neues Forschungsprojekt, bei dem wir uns an der TU um das Thema Wegeketten kümmern. Und das ist wieder auch etwas, was aus der Beschäftigung mit den praktischen Projekten, die ich ja heute hier beispielhaft auch für Warburg vorstelle, das daran anknüpft und vielleicht auch nochmal klarere Definitionen dieses Themas formulieren soll. Das ist das Ziel des Projektes. Bei dem Thema
in Warburg oder mit dem Vortrag möchte ich eigentlich eingehen auf im Schwerpunkt auf diese Prinzipien der Barrierefreiheit, wie wir sie für die Innenstadtlage dort beispielhaft angewendet haben, nämlich die im Wesentlichen darauf beruhen, die den Menschen mit Einschränkungen, die seit der letzten DIN oder ja seit der DIN-Novellierung kann man sagen, ja nicht nur die Menschen mit motorischen Einschränkungen beinhaltet, sondern es geht auch darum, Menschen mit Seheinschränkungen, aber auch mit kognitiven Einschränkungen, Höreinschränkungen, die eine Zugänglichkeit zum öffentlichen Raum ohne jegliche Einschränkungen also zu ermöglichen, also eine Nutzbarkeit offen zu stellen, die eine eigenständige Benutzung des öffentlichen Raumes einfach zulässt. Und dazu gibt es schlichtweg verschiedene Prinzipien, die letztendlich immer wieder dann auch zum Tragen kommen. Und die will ich am Beispiel Warburgs erläutern, nämlich das Prinzip der Zonierung, der Schwellenlosigkeit, der Kontrastierung, aber auch Einheitlichkeit und Durchgängigkeit und letztendlich zum Schluss auch das Themenfeld transparenter Planungsprozess, also auch durchaus eben auch, die Dinge, die man anwendet, eben auch klar zu hinterlegen, ist gleichzeitig ein wichtiger Aspekt, der zu bedenken ist. Das Konzept dieses barrierefreien Gestaltung für Warburg beruht auf einem geladenen Wettbewerb in 2009. Und den konnten wir glücklicherweise für uns entscheiden. Und der betrifft, wie das hier auf dem Bild zu sehen ist, ich werde ich mal vielleicht noch ein bisschen deutlicher zeigen können mit dem Pointer, betrifft die gesamte Innenstadtlage. Also es ging wirklich darum, ein Konzept für die gesamte Innenstadt Warburgs zu entwickeln. Sie haben das eben an dem Luftbild gesehen. Es ist eben eine Fachwerkstatt, die in diesem Zusammenhang, wie es hier im Plan dargestellt ist, auch wirklich eine große Einheitlichkeit noch darstellt. Also einen überwiegend historischen Baubestand hat, wie wir das in westdeutschen Städten, muss man sagen, selten vorfinden. Also diese große Einheitlichkeit auch in der Baustruktur. Insofern ist Warburg durchaus auch touristisch eine interessante Stadt. Und es ist eben eine Stadt, die in einem hohen Maße, wie eben auch viele Innenstädte, noch Wohnen in der Innenstadt anbietet und auch jetzt gerade unter den aktuellen Bedingungen auch durchaus in der Zukunftsperspektive das Wohnen auch noch eine größere Rolle spielt, weil wir ja an vielen Innenstädten jetzt gerade sehr deutlich merken, dass die Einkaufswelten durchaus nicht vielleicht nicht in diesem Umfang sich auch in Zukunft darstellen werden, wie wir das noch in der Vergangenheit gekannt haben. Also insofern das Thema Wohnen in der Innenstadt hier auch als ein wichtiger Aspekt, und das war damals auch ein wichtiger Ausgangspunkt, eben den Menschen, die hier Eigentum haben oder auch sonst eben über lange Jahre schon leben, denen zu ermöglichen, in der Wohnlage auch zu verbleiben und die Innenstadt als ihr tägliches Umfeld nutzen zu können. Touristisch ist auch, wie gesagt, nicht uninteressant, diese Fragestellung, denn auch da werden Sie nachher merken, dass die Gestaltung, die hier hinterlegt ist, jetzt nicht eine explizit barrierefreie Gestaltung oder als solche ablesbare Gestaltung ist, sondern es geht mehr auch darum, dem gesamten Ort eine Einheitlichkeit im Bild zu erzeugen, um letztendlich auch Touristen zu signalisieren, hier seid ihr in der Altstadt angekommen. Allein über den Bodenbelag wird man die gesamte Altstadt als touristisches Ziel ablesbar vorfinden. Also es ist eben da auch ein Mehrwert letztendlich zu erkennen in beide Richtungen. Also Mehrwert im Sinne der touristischen Erkennbarkeit, genauso wie im Sinne der Erkennbarkeit für Menschen, die Schwierigkeiten in kognitiven Fähigkeiten haben, weil Erkennbarkeit ist ja auch da eine leichte Begreifbarkeit
die da dahinter steckt. Aber dazu vielleicht mehr, wenn wir in die, ins Detail, in die Gestaltungsdetails einsteigen. Also zunächst vielleicht mal ein paar Bilder von der Ausgangssituation. Das ist die Haupteinkaufsstraße. Es ist relativ klein, das Städtchen. Die Haupteinkaufsstraße ist hier, wie Sie sehen, phasenweise auch für Autos geöffnet. Das ist in Warburg schon immer so gewesen, dass die Haupteinkaufsstraße nur nachmittags Fußgängerzone ist. Vormittags kann man sich da mit dem Auto durchbewegen. Und die Situation zeigt aber auch, dass eben insbesondere, wenn die Autos da sind, aber auch wenn es eine reine Fußgängerzone wäre, in dem Fall schon eine beengte Situation sich darstellt. Also das typische Bild von außen. Auslagen, die sich in schmale Gehwege stellen und hier ja auch nur enge Durchgangsmöglichkeiten zulassen. Gleichermaßen sieht man sehr schön die Aufsteller, die gerne und beliebt auf die Läden hinweisen. Und Sie sehen auch, dass die Belagssituation, insbesondere in hier in dem Fall in an Kreuzungssituationen in den Oberflächen, wenig für Menschen mit Geheinschränkungen, also motorischen Einschränkungen geeignet ist. Und das finden wir in vielen Städten, diesen Konflikt aus einerseits ja so ein Stück weit auch Altstadtatmosphäre durch einen Naturstein, der so eine gewisse Robustheit oder Rauigkeit hat und gleichermaßen natürlich eine alternde Gesellschaft, die mit solchen Stolpersituationen, die sich manchmal durch diese rauen Fugen ergeben, nur schwerlich umgeht. Also bedarf es da auch einer Lösung, einer Kompromissfindung auf dem Gebiet. Der Anknüpfungspunkt, den wir hier gesucht haben bei der Neugestaltung, war der Blick in die Historie, also nochmal zu schauen, wie war eigentlich die Straßengliederung, wie hat sie sich eigentlich mal dargestellt, denn das, was wir hier sehen, sind eben die Sanierungen der 1970er Jahre, die teilweise nicht so ganz stark auf historische Strukturen eingegangen ist, auch nochmal um das Thema Stadtdenkmalpflege hier mit hineinzubringen, die dabei natürlich auch eine Rolle spielt bei der Betrachtung, also nicht nur der Blick auf die Barrierefreiheit und deswegen also der Blick in die Historie, um zu schauen, wie die Straßensituation sich dargestellt hat, wohl wissend, dass wir heute eine andere natürlich keine Straße mehr haben, sondern eben eine fußgängergeprägte Situation, ist hier doch, wie es nicht anders zu erwarten war, die klassische Dreiteilung zu erkennen in Gehwegen. Aber was hier eben auch nochmal besonders deutlich wird, es gab einen Natursteinbelag mit aber Laufbahnen auch hier zu erkennen, die offensichtlich mit glatterem Material auch in der historischen Ausprägung schon sich darstellten. Also so Laufbänder, die sich hervorgetan haben aus dem sehr rauen, weniger gut begehbaren Belag. Also eine gewisse Zonierung. Und diese Zonierung ist eben ja auch für die Barrierefreiheit durchaus von Vorteil, in dem Sinne, dass es vielleicht Beläge geben kann, die als Bewegungsbereich ganz klar sich darstellen, also mit einer eben gut begehbaren, ebenflächigen Oberfläche und solchen, die eher als Ausstattungszonen definiert werden, die vielleicht auch eine andere Oberfläche, eine raue Oberfläche haben können und in der alle Ausstattungselemente sortiert oder konzentriert untergebracht werden, um letztendlich Menschen mit Seheinschränkungen auch eine Durchgängigkeit zu ermöglichen, ohne dass man Gefahr läuft, auf irgendetwas zu stoßen, was unerwartbar ist, was als Hindernis sich in den Weg stellt. Das ist ja das Prinzip der Zonierung, dass für Menschen, gerade mit Seheinschränkungen, für die wir, und deswegen will ich da auch so ein bisschen den Fokus auch planerisch heute drauf legen, für die wir meistens, ich weiß nicht, wie die Situation in Luxemburg ist, aber das war für uns, als wir uns hier 2009 damit beschäftigt haben, komplettes Neuland, sich mit Menschen mit Seheinschränkungen zu beschäftigen und zu schauen, wie muss ein Straßenraum, wie muss ein Platz strukturiert sein, dass Menschen, die
vielleicht nicht komplett blind sind, sondern vielleicht auch bestimmte Einschränkungen haben, vielleicht sich besser orientieren, sich leichter bewegen können, aber auch die, die blind sind, könnten ja durchaus längerfristig im Stadtraum sich bewegen, wenn sie gute Orientierungsmöglichkeiten im Stadtraum haben. Wie gesagt, für uns komplettes Neuland, und es ist eben auch heute noch festzustellen in den auch Fortbildungsveranstaltungen, die ich mache, dass das für viele Planer und Planerinnen noch ein schwieriges Thema ist, das noch nicht so zugänglich ist und wo sie eher auch wo viele eher auch kritisch reagieren, weil es sehr stark die Gestaltung beeinflusst, dieses Thema. Und deswegen will ich das heute auch herausgreifen als ein Themenfeld, um vielleicht auch deutlich zu machen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, auch gestalterisch solche Elemente zu integrieren. Also ein wichtiges Prinzip dabei, eben Korridore zu haben, Zonen zu haben, die eben Bewegung auch gefahrlos ermöglichen, sprich keine Hindernisse erlauben und deswegen oder keine Hindernisse erwarten lassen und deswegen auch das Prinzip der Zonierung. Und das ist hier eben im, als Idee haben wir das in den Stadtraum von Warburg übernommen, was wir hier im historischen Bild vorgefunden haben, nämlich aufzugreifen dieses Prinzip von Laufbändern, die im Stadtraum sich als besondere Elemente darstellen und die als Laufbänder vollständig freigehalten werden von jeglichen Einbauten. Also das ist eine ganz klare Regel an alle, die diese Stadt benutzen, sprich auch an die Gastronomen und die Ladenbesitzer. Hier wird nichts draufgestellt, keine Aufsteller oder irgendetwas. Und diese Laufbänder ziehen sich wirklich als Element durch den gesamten Altstadtbereich, sind relativ markant auch als hellere Elemente ausgebildet und bieten demnach auch wie ein bodengebundenes Leitsystem, kann man sagen, für Menschen, die auch nicht seheingeschränkt sind, weil die Laufbänder einen im Prinzip einmal durch die komplette Altstadt leiten. In der Detailausprägung so entwickelt, wie hier im Plan dargestellt, eben ja immer mit der Situation, dass wir hier keine reine Fußgängerzone haben und die übrigen Straßen auch alle miteinander vom Anliegerverkehr, teilweise sogar vom Busverkehr durchfahren werden. Und dennoch galt es dieses Prinzip ja als einheitliches Prinzip für alle Straßenräume zu entwickeln. Und dieses Prinzip ist also in der Form entwickelt, dass wir nach wie vor einen Straßenraum haben, der in der Einbahnsituation für Autos funktioniert, in der Vormittagssituation, wenn die Durchfahrt ermöglicht wird, auch noch mit Stellplätzen versehen ist und begleitend zwei Laufbänder, die die Breite von 1,20 Meter haben, also 1,20 Meter im Prinzip, wo ein Rollifahrer gut funktionstüchtig den auch benutzen kann. Begegnungsverkehr wäre es zu schmal, dafür sind aber die Beläge in der Ausweich, also als Ausweich ebenfalls mit einer ebenflächigen Oberfläche hergestellt und unmittelbar an den Läden gibt es eine Zone für Auslagen. Sie merken, das ist nicht viel, aber wir haben hier eben historisch schmale Straßenräume, also enge Gassen, in der es einfach grundsätzlich gilt, eine Funktionsgliederung zu finden, die hier mit den beengten Verhältnissen umgeht. Also Auslagenzonen, die dann in einem anderen Belag hergestellt, also nicht ebenflächig, sondern eher in einem rauen Belag angrenzt oder ja, als eine strukturierte Oberfläche, während die übrigen Flächen alle als gut begehbare Oberflächen funktionstüchtig sind. Das heißt, es ist nicht so, dass die Menschen nur auf diesen hellen Flächen gehen können, sondern die Fußgängersituation bedeutet natürlich, man kann kreuz und quer laufen. Aber in der Verkehrsfrage sind diese Laufbänder eben dann besonders geeignet, zu jeder Zeit sicher benutzt werden zu können. Das heißt, wenn man darauf angewiesen ist, weil man im Rollstuhl sitzt oder weil man sehr eingeschränkt ist, sind diese Laufbänder die sicheren Leitlinien durch die Innenstadt. Und die umgesetzte Situation sieht jetzt so aus. Also
Wir haben diese Laufbänder, die aus einem hellen Naturstein, also einem Kalkstein, realisiert worden sind, eingelegt in Grauwacke. Die Grauwacke ist also durchgängig von Fassade zu Fassade. Die Dreiteilung ist nach wie vor aus der Historie abgeleitet erkennbar. Aber die Laufbänder, wie gesagt, begleiten diese Fahrbahn und bedeutet hier auch, man kann also ein bisschen erkennen, dass die Geschäftsleute sich tatsächlich daran halten, auch hier keinerlei Elemente auf diese Laufbahnen zu stellen. Und um dem auch nochmal Rechnung zu tragen, möglichst wenig Einbauten zu haben, die störend sind innerhalb dieses Straßenraums aufgrund der beengten Verhältnisse, sind hier auch Pendelleuchten angebracht worden, also nicht noch zusätzliche Mastleuchten, die als Ausstattung in die sehr schmalen Flächen mit hinein können. Aber insgesamt eben doch auch vielleicht wichtig zu sagen, dass es gut begehbare Flächen sind, wenngleich diese, das sehen Sie nachher im Foto, auch nochmal rauer gestaltet sind. Hier kann man es besser erkennen, das ist ein Kleinpflaster im identischen Material wie die Fahrbahn. Und hier ist dann durch auch unterschieden nochmal durch das Verlegemuster, also in der diagonalen Form nochmal sehr deutlich abgehoben, dieses Laufband farblich, aber durchaus eben eine gewisse Verwandtschaft. Sie sehen nachher auch nochmal ein Detailfoto dazu. Die Bäume stehen in der Fahrbahn, wenn man so will, und gliedern also den Bereich, wo das Aufstellen der Autos möglich ist. Die Parkmöglichkeiten sind nur sehr dezent abgemarkert, sodass eben für den Fall, dass eben hier Fußgängerzone ist, sich das dann auch als Bild eher wie eine Fußgängerzone und nicht wie eine Straße darstellt. Und das ist also hier der Kompromiss aufgrund des nach wie vor bestehenden Wunsches, dass man hier mit dem Auto morgens kreuzen kann. Die Aufsteller, Sie sehen, das sind hier wirklich gut sortiert. Ich kann nicht sagen, ob das heute immer noch so gut funktioniert, aber das ist eben auch ein Thema, was immer wieder neu kommuniziert werden muss, was mit neuen Eigentümern kommuniziert werden muss. Die Stadt Warburg hat sich das ganz gut auf die Fahnen geschrieben, aber das ist eben auch wirklich was, was im laufenden Betrieb natürlich weiter verfolgt werden muss an der Stelle. Und ich will da auch noch mal weiter auf das Thema Barrierefreiheit im Sinne der Schwellenlosigkeit eingehen. Das ist hier auch schon vielleicht erkennbar gewesen an dem Foto. Ich schalte noch mal kurz zurück. Nämlich, dass neben der Zonierung hier auch die Frage der guten Begehbarkeit der Oberflächen eine wichtige Rolle gespielt hat. Also diese Bereiche sind alle funktionstüchtig, um mit dem Rollstuhl zu fahren. Für meinen Geschmack sind diese Oberflächen, es ist eine Grauwacke als Werkstein, schon zu glatt geraten. Also es war hier mit den, das kann ich auch ganz offen sagen, mit den Beteiligten von der Kommune eine sehr intensive Diskussion und auch mit den Beteiligten der Behindertenbeauftragten eine sehr intensive Diskussion, was ist eine gut begehbare Oberfläche? Und das schlägt tendenziell schon mal in Richtung zu glatt aus meiner Sicht. Also es ist von der Rutschfestigkeit her, ist es kein Thema, aber in der gestalterischen Optik für eine historische Innenstadt ist das aus meiner Sicht fast schon zu sehr in Richtung Bodenfliese jetzt entwickelt, nämlich mit relativ klaren und geraden Fugen. Da hätte ich persönlich mir hier an der Stelle auch noch eine größere Rauigkeit im Sinne der Kanten, also der Fugenkanten, gewünscht. Allerdings war hier ist tatsächlich bautechnisch auch kaum anders möglich, weil wir hier im Untergrund eine sehr kritische Situation hatten, die da heißt, es war nur möglich, hier mit einer gebundenen Bauweise zu bauen. Das heißt, die Fugen sind hier komplett versiegelt, was eben auch diesen Charakter einer sehr, sehr glatten Oberfläche nochmal unterstreicht. Mit ungebundenen, also Splitfugen, kriegt man einen ganz anderen Charakter in die Straße. Aber das war bautechnisch an dieser Stelle nicht möglich, weil der Untergrund derart schlecht war, dass man nur gebunden bauen konnte. Die zweite Thematik bei der Schwellenlosigkeit ist die der Topografie. Und das beginnt beim Thema Barrierefreiheit
Nicht nur damit, dass man versucht, Stufen zu vermeiden, sondern auch damit, dass man über die Längsrichtung als Mensch, der im Rollstuhl sitzt, eine gute und komfortable, überrollbare Situation hat. In dem Sinne, dass man nicht zur Seite abdriftet. Denn, und das hat was mit dem Thema der Entwässerungstopographie zu tun. Das heißt, wir haben ja die technische Notwendigkeit, Regenwasser abzuführen. Deswegen gibt es geneigte Flächen, die bei der Topographie hier relativ gering auszuprägen sind, aber auch vorzugsweise eben auch so verfolgt werden sollten. Das ist auch eine intensive Diskussion mit den entsprechenden technischen Anforderungen, das hinzubekommen, das möglichst flach zu gestalten. Und da kommt uns zum Glück jetzt die erst im letzten Jahr neu überarbeitete DIN entgegen, dass man noch flacher werden kann, was ich persönlich nicht nur im barrierefreien Sinne, sondern auch im gestalterischen Sinne extrem vorteilhaft finde. Denn die technische Notwendigkeit bestand bei uns in Deutschland lange Zeit, dass wir mindestens 2,5% Gefälle haben. Durch die Barrierefreiheit haben wir es hier in Warburg hinbekommen, zu diskutieren, dass wir nur 2% Quergefälle machen. Inzwischen ist 1,5 möglich. Und das gibt viel entspanntere, in der Gestaltung auch viel entspanntere Platzsituationen. Also das ist das neue Prinzip, wie wir es hier haben. Wir können eben, wie gesagt, bis 1,5% runter bei relativ glatten Oberflächen. Und das gibt eben nicht so starke Neigungen und damit eben auch gestalterisch viel harmlosere Flächen, die an jeglicher Stelle, also da sehe ich einen ganz deutlichen Vorteil, dass uns die Barrierefreiheit da gestalterisch einige Vorteile beschert hat, die technisch bislang nie so umsetzbar waren. Ja, das ist das Bild der Straße, wie es dann im fertigen Zustand aussah. Sie sehen, die Flächen gewinnen ein Stück weit an Patina und dennoch ist dieser Helligkeitskontrast hier eben durchaus gewollt. Darauf gehe ich gleich aber nochmal ein. Ich will nur noch mal ein Detail zum Thema Schwellenlosigkeit zeigen, denn wenn man wie hier einen grundhaften, so heißt das so schön, ja technisch gesehen Ausbau, also sprich eine komplett neue Gestaltung dieses Straßenraums entwickelt, dann führt es letztendlich ja auch zu der Möglichkeit, dass man sich jeden einzelnen Eingang anschaut und schaut, gibt es dort Stufen? Kann ich diese Stufen durch barrierefreie Eingänge ersetzen im Sinne der Schwellenlosigkeit? Heißt also, man schaut sich auch jede einzelne Fassade an, ob es möglich ist, tatsächlich den Belag anzuheben. Bei gleichzeitiger, und das ist besonders bei solchen geradlinigen Themen eine wichtige Fragestellung, dass es trotzdem nicht zu einer Buckellandschaft wird, also ein Rauf und Runter an den Fassaden entlang, ist natürlich gestalterisch auch nicht das Ziel. Und das ist wirklich ein enormer Aufwand, sich mit diesen technischen Themen sehr intensiv zu beschäftigen und eben zum Beispiel auch mal eine Stufe nur über eine solche Überwölbung, die dann nur in diesem Vorzonenbereich stattfindet, auszugleichen. Das ist nämlich dann auch gestalterisch harmlos möglich, diese Dinge zu lösen. Aber das sind eben die Fragestellungen, die im Detail dann einen wichtigen Aspekt im Sinne der Barrierefreiheit darstellen. Hier ist das zum Beispiel auch ganz gut gelungen, dass eben die Eingänge dann barrierefrei ausgebildet werden konnten. Hier kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dieses Themenfeld visueller und taktiler Kontrast. Also hier ist im Prinzip das Material, dieses Kalksteinmaterial ausgewählt worden, weil es auch ein typisches Material aus der Region ist. Nämlich der Warburg ist im Umfeld tatsächlich auf Kalksteinstuff gebaut. Deswegen also dieser helle Karamellton des Kalksteins als sehr helles Material, das im Sinne der visuellen Barrierefreiheit eine wichtige Orientierungslinie für Menschen mit Seheinschränkungen darstellt. Und die dazu addierte Grauwacke stammt ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen. Es gibt im Übrigen ja auch eine belgische Grauwacke, die analog dazu funktioniert und die wir auch schon eingesetzt haben, die eben in ihrem Farbspiel so ein Grau-Braun, aber deutlich dunkler sich darstellt und damit dann eben den visuellen Kontrast, der für Menschen, die nicht vollständig blind sind, sondern Restsehvermögen haben,
sehr gut erkennbar ist. Also dieser Farb- oder Helligkeitsunterschied ist eben sehr gut erkennbar und man kann dann eben einer solchen Linie sehr, sehr gut folgen, wenn tatsächlich das Sehvermögen noch da ist, aber deutlich reduziert ist, ist ein solches Themenfeld gut erkennbar. Das kann man an sich selbst auch sehr gut feststellen, insbesondere wenn man so wie ich in den Mid-50ern ist, stellt man schon sehr deutlich fest, dass wenn man Treppenstufen heruntergeht, die keine Markierung haben, dass man schon sehr genau hingucken muss, dass man die nächste Treppe auch erkennt. Das beginnt im Übrigen, diese Reduktion dieses Kontrastsehvermögens beginnt übrigens nicht erst nur mit 50, sondern die Sehkraft lässt so ein Stück weit sogar schon ab 30 nach, statistisch. Das merkt man zwar dann noch nicht so stark, aber es wird tatsächlich mit dem Alter deutlicher und deswegen auch die Adressierung an das Themenfeld demografischer Wandel. Also für die Personengruppen ist es ein Vorteil, diese Effekte im Straßenraum und im öffentlichen Raum zu haben. Für die Menschen, die nahezu kein Sehvermögen haben oder vollständig blind sind, spielt als sozusagen Kompensation für den ausgefallenen Sehsinn das taktile Erfassen von Elementen eine wichtige Rolle. Deswegen ja auch der Blindenstock, mit dem sich diese Menschen bewegen und die mit dem Blindenstock ja im Prinzip ertasten, wo sie sich bewegen. Und für das Ertasten und Bewegen im Straßenraum ist eine Leitlinie, also ein Kontrast zwischen Rauigkeiten von Vorteil. Und das ist jetzt hier auf beiden Seiten im Prinzip durch eine rauere und etwas höher stehende Pflasterung gegeben, die dann als Leitlinie mit dem Blindenstock erfasst werden kann. Und diese Kombination aus visuellem und taktilem Kontrast ist also das, was Menschen mit Seheinschränkungen, also auch für den Fall, dass man sozusagen in der Entwicklung die Seheinschränkungen reduziert wird, sich ganz gut als Element im Straßenraum auch erkennen kann und erfassen kann und sich damit ganz gut bewegen kann. Die Umsetzung hier in der Innenstadt von Warburg ist eben durch diese hellen Elemente gegeben, mit dem visuellen Kontrast zu den übrigen Laufflächen und Auslagenflächen. Und um dann aber Kreuzungssituationen erkennen zu können, gibt es dieses Themenfeld der Aufmerksamkeitsfelder und Richtungsfelder, um Querungsstellen anzuzeigen, die hier über solche Rillenelemente eingefügt sind und Aufmerksamkeitsfelder über diese Punkte. Die sind ja auch inzwischen genormt, diese Elemente. Wir haben sie hier übersetzt als Edelstahlnoppen, um hier sie gestalterisch besser zu integrieren und haben dann über als Querungsstelle hier solche dann nicht nochmal im Farbkontrast solche Rillen über den Straßenraum gelegt, weil man durchaus annehmen kann, dass Menschen, die ja auch Straßen queren, also wenn sie sich an einer Kreuzung befinden als Mensch mit Seheinschränkungen, gibt es über die Straße normalerweise keine Riffel. Das ist ganz bewusst nicht gemacht, weil mit Riffeln signalisiert wird, dass man als Mensch mit Seheinschränkungen Vorrang hat. Das haben wir hier gemacht für die Situation, wo wir Fußgängerzone haben. Aber real ist es bei Straßen nicht so, dass die Riffel über die Straßen führen. Und das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass Menschen sich ausgehend von einem Aufmerksamkeitsfeld über eine Straßenbreite, ich sag mal 5-6 Meter, auch ohne weitere Leitelemente frei bewegen können. Also so weit geradeaus gehen kann jemand mit einer Seheinschränkung, sodass das eben auch ganz gut an der Stelle funktioniert, solche Unterbrechungen im Kontrast zu haben. Und damit ist also auch hier das Leitsystem zwar insgesamt durchgängig vorhanden über diese Aufmerksamkeitsfelder, ohne dass es aber im Straßenraum jetzt besonders auffällig wirksam wird. Also das Einzige, was deutlich macht, dass es sich um ein Leitsystem handelt, sind letztendlich diese an Kreuzungs- oder Abzweigesituationen aufgebrachten Noppen. Ansonsten ist das ja nicht augenscheinlich ein Leitsystem, was hier integriert ist, sondern es ist eine Straßengliederung, die historisch abgeleitet ist, wenn man so will,
und die beiläufig zusätzlich die Funktion eines Leitsystems hat. Und das ist also für uns auch immer eine wichtige Thematik, die Dinge eben zu kombinieren, gestalterisch zu kombinieren. Und es ist im Übrigen auch nach vielen Gesprächen, die ich inzwischen auch durch die Forschung mit Menschen mit Seheinschränkungen geführt habe, auch durchaus im Sinne der Menschen mit Seheinschränkungen, denn es geht ja auch darum, dass das Umfeld so alltäglich wie möglich aussieht, also nicht Spezialsituationen entwickelt werden, die für Menschen mit Seheinschränkungen als solche auch unmittelbar und nur für sie entwickelt sind, sondern dieses Thema nicht stigmatisiert zu werden, ist für die Menschen mit Seheinschränkungen immer noch ein ganz wichtiger Aspekt. Also in der Hinsicht ist dieses eines Designs für alle, das für alle einen Vorteil hat, auch im Sinne der Menschen mit Seheinschränkungen positiv zu sehen. Das Thema visueller Kontrast, ich hoffe, ich mache es jetzt nicht zu speziell, aber ich will es wenigstens noch mal kurz aufrufen, weil ich denke, dass es vielleicht auch nicht so ganz oder eher unbekannter ist, wie diese Thematik funktioniert oder in Deutschland zumindest in der DIN hinterlegt ist, nämlich ein Kontrast, der auch tatsächlich eingehalten werden sollte zwischen den Elementen, ist ein Kontrast von 40%, also 0,4. Also man kann sich das mal grob vorstellen. Das funktioniert so nicht genau, aber grob vorstellen, wie eben eine Skala von weiß zu schwarz über 100%, also eine Differenz von 40% Helligkeit, ist das, was eben gut erkennbar ist für Menschen mit Seheinschränkungen. Man nennt das die sogenannte Leuchtdichte. Das ist also die eine solche Fläche hat. Das ist die wahrnehmbare Lichtmenge, die auf eine Oberfläche trifft, also reflektiert wird. Helle Oberflächen reflektieren mehr Licht ins Auge zurück als dunkle Flächen. Dunkle Flächen absorbieren eher das Licht. Das heißt, von hellen gelangt mehr Licht zurück ins Auge und deswegen sind sie besser erkennbar. Und der Unterschied, diese 40% werden eben sind eben sehr gut wahrnehmbar von Menschen, die eben noch Restsehvermögen haben. Deswegen ist das also die eine Anforderung, also diesen Helligkeitsunterschied als für diese Leitelemente zu generieren. Und dabei muss man ganz deutlich sagen, dass der Farbkontrast dabei nicht die Rolle spielt, sondern es ist der Helligkeitskontrast. Also wir Farb sehen können hier natürlich die beiden Flächen gut unterscheiden. Diejenigen, die aber nicht Farb sehen können, und das gibt es unter den Menschen mit Seheinschränkungen auch häufiger, sehen da nämlich kaum noch einen Unterschied, weil der Farbkontrast eben nicht den Helligkeitskontrast ersetzt. Also im Grunde kann man das so ein bisschen vereinfacht sagen, ist das Thema Helligkeitskontrast, das auf schwarz-weiß gestellt ist, passt nicht so hundertprozentig, aber so vom Prinzip her kann man sich das vorstellen. Und das gilt natürlich bei uns in den Verhältnissen, wo wir eben häufiger auch mal mit Regen zu tun haben, sowohl für die Oberflächen, wie sie sich im nassen Zustand als auch wie sie sich im trockenen Zustand darstellen. Das ist übrigens auch ein Versuch, den wir grundsätzlich immer bei Straßen- und Innenstadtgestaltung machen, wenn wir Material auswählen, uns die Flächen auch im nassen Zustand anzusehen. Das hat in dem Fall auch nicht nur was mit Barrierefreiheit zu tun, da spielt es sicherlich auch eine Rolle, sondern auch damit, wie eben die Flächen wirken. Denn viele, insbesondere Natursteine, aber auch Betonsteine, schlagen sehr stark farblich um, wenn sie nass werden. Insofern ist es nicht nur der Aspekt wiederum, sondern auch der gestalterische, der eine Rolle spielt, wenn man das anschaut. Der zweite Punkt, der zu diesem Erkennen von diesen Helligkeitsunterschieden beiträgt, ist, dass der helle Partner des Materials einen sogenannten Mindestreflektionsgrad braucht. Das heißt nichts anderes als eine Mindesthelligkeit, weil die helleren Flächen, wie gesagt, ja mehr Licht reflektieren und damit besser erkennbar sind. Und das ist so das Grundprinzip, um eben bei der Materialauswahl für diese Leitelemente, die auch ganz anders aussehen können, um eben dann diese Anforderungen Barrierefreiheit für Menschen mit Seheinschränkungen auch zu erfüllen. Das kennen Sie von Bahnhöfen, dass diese Leitelemente sehr deutlich im Kontrast ausgeprägt sind.
dass es an der Untergrenze des Kontrastes via Nadine hinterlegt ist, aber noch funktionstüchtig. Und da ist tatsächlich auch schon wieder unsere Einschränkung. Wenn man die DIN erfüllen will, ist das sozusagen, also viel näher beieinander geht es fast nicht. Dann hat man diese Anforderungen nicht erfüllt und damit schränken sich schon die Materialmöglichkeiten deutlich ein, muss man sagen, die diese Anforderungen erfüllen. Als solche sonstigen, also das sind die Bodenindikatoren, die typischerweise beim öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden und auch in Kreuzungen von Verkehrsstraßen eingesetzt werden. Ist auch so tatsächlich in der DIN hinterlegt, sind gerade auch speziell für diese Flächen reserviert, sollen da ja auch eine Einheitlichkeit darstellen, sollen Gefahrenzonen signalisieren. In den übrigen Bereichen ist durchaus eben das Zurückgreifen aus sogenannten sonstigen Leitelementen möglich. Und das sind eben Hauskanten beispielsweise. Nur in Geschäftsstraßen funktioniert es mit den Hauskanten letztendlich nicht so sehr, weil es häufig Auslagen oder eben Gastronomien oder Ähnliches gibt, die eben Menschen mit einem Blindenstock es nicht ermöglichen, sich an der Hauskante entlang zu tasten. Ansonsten ist das perfekte Leitsystem ist letztendlich die Hauskante. Aber wenn die nicht einsatzfähig ist, brauche ich die Alternative dazu. Und das ist eben hier in dem Fall, wie gesagt, dieser Materialwechsel, der da als Kontur gut erkennbar ist. Und das können eben Materialwechsel sein, das kann aber auch eine Vegetationsfläche sein, wenn man jetzt mal an Parkanlagen denkt oder Grünflächen denkt. Das können auch kleine Aufkantungen sein, die als solche Elemente funktionieren. Also hier sind sie mal alle aufgelistet, die denkbar sind als solche Ersatzelemente für Hauskanten oder eben für solche Bodenindikatoren. Und so funktioniert eben dann, funktionieren diese Elemente durchgängig durch die gesamte Innenstadt, weil eben dann auch nicht die Gefahr besteht, dass man hier gegen ein Schild läuft oder ein Aufsteller sich im Weg befindet. Das ist zusätzlich das, was eben dann in der alltäglichen Handhabung hier noch mit addiert wird. Ich hatte Ihnen gerade die Fußgängersituation gezeigt. Das ist übertragbar jetzt die Situation in die Anliegerstraßen. Dort ist die Verkehrsfunktion steht im Vordergrund. Dort sind die Fahrbahnen in einem dunklen mit dem Split aus der Grauwacke in einem Braunton. Das kommt hier nicht so gut raus, aber das ist sozusagen farbgleich auch wieder gewählt, hinterlegt. Die Leitelemente gehen durch, also die Laufbahnen gehen durch. Hier bedarf es noch wieder der Nachjustierung, dass das kein Parkplatz ist. Das ist ein Lernprozess, dass das eben die freizuhaltenden Elemente sind. Braucht eines kommunikativen Moments, das in Kleinstädten relativ gut funktioniert, muss man sagen, weil man sich kennt. Und hier nochmal der Gegenblick sozusagen auch nochmal mit den integrierten Stellplätzen, die dann eben hier auch nochmal deutlicher markiert sind. Und das Prinzip ist also für die gesamten Straßenräume so für die Altstadt weiterverfolgt worden, also eine Einheitlichkeit für den gesamten Innenstadtbereich. Und das bedeutet, dass die Menschen, die hier wohnen oder auch hier zu Besuch kommen, ein Leitsystemprinzip sich merken müssen. Also jemand, der blind ist oder sehbehindert ist, merkt sich ja im Prinzip ein Element, an dem man sich orientiert. Und der Vorteil hier ist, dass eben ein einziges Element für den gesamten Stadtbereich funktioniert und man sich nicht an jeder Hausecke überlegen muss, aha, jetzt ist hier wieder die Hauskante gefragt als Leitelement oder hier ist es die Entwässerungsrinne und an der Stelle ist es dies und jenes. Das wäre theoretisch zulässig, aber der häufige Wechsel ist natürlich wenig komfortabel für Menschen, die es wirklich nutzen müssen, weil sie sich an jeder Ecke eben neue Dinge merken müssen in dem Fall. Und die Einheitlichkeit
hat, meinen wir zumindest, eben auch den Vorteil, dass man an der Stelle für touristische Nutzung auch einen Vorteil bietet, weil für Touristen auch klar ist, wenn dieses Laufband hier zu sehen ist, gehört das offensichtlich noch zum Altstadtbestandteil, scheinen also noch interessante Sachen auffindbar zu sein. Die Einheitlichkeit geht in dem Fall auch weiter bis in Richtung Ausstattungselemente. Die Bänke sind auch so ein Stück weit ertastbar organisiert gewesen, also sprich so, dass man da nicht hängen bleibt mit dem Blindenstock, aber das ist mehr so eine beiläufige, ergänzende Maßnahme an der Stelle. Ich will noch mal herausgreifen, zwei Sondersituationen. Also ich habe jetzt gerade ja sehr intensiv über die Straßenräume gesprochen. Darüber hinaus sind aber auch die zentralen Platzflächen, nämlich der Marktplatz, umgestaltet worden und darüber hinaus auch der Gebrüder-Warburg-Platz, an dem auch deutlich wird, dass in der Querrichtung wir hier deutliche Topografieunterschiede haben. Also in der Ost-West-Ausdehnung sind die Straßen relativ horizontal. In der Nord-Süd-Ausdehnung gibt es auch deutliche Höhenunterschiede. Und das sieht man besonders gleich an dem Gebrüder-Warburg-Platz. Und diese Platzräume sind eher als besondere Inlays in dieser einheitlichen Platzgestaltung, in der einheitlichen Innenstadtgestaltung integriert haben, also eher eine eigene Gestaltung, eine eigene Formensprache. Und der Marktplatz als solcher stellt sich zum Beispiel in diesem rot-gelben Sandstein dar. Der Marktplatz hatte schon, bevor die Planung begann, also deutlich vorher in den 1990er Jahren, eine Zutat bekommen, die eigentlich wenig gelungen ist, muss man sagen. Das ist die Touristeninformation, die hier in den Platz integriert war. Ich zeige mal die Situation, wie sich das vor der Umgestaltung darstellte. Nämlich, das ist die Touristeninformation, die, ich sagte es vorhin, wir haben eine Topografie, also eher einen Höhenunterschied zwischen in Nord-Süd-Richtung. Das sieht man hier an dem Marktplatz auch ganz gut, denn der Pavillon ist quasi in diesen Marktplatzhang eingeschnitten, also versinkt hier hinten so ein Stück weit. Man kann also von hier aus nur über Treppen diese Toilettenanlage, die hier hinten noch integriert ist, erreichen. Und die Außengastronomie, das sieht man hier, die ist, um den Höhenunterschied auszugleichen, auf ein Podest gestellt. hier sieht man nochmal, wie die Touristeninformation versunken ist und die Außengastronomie auf so einen Sockel gestellt ist, um eine horizontale Fläche zu bekommen. In der Umgestaltung ist, weil der Pavillon, wir haben auch diskutiert, ob man den nicht besser nochmal baut und nochmal abreißt, aber er ist erstmal erhalten geblieben. Wir haben erstmal damit reagiert, die Fläche um den Pavillon herum großzügiger horizontal gestalten, um auch die Außengastronomie, die hier von gegenüber kommt, sinnvoll zu integrieren und gleichzeitig einen barrierefreien Zugang zur Toilettenanlage zu bekommen, die tatsächlich gar nicht existierte. Der Belag ist hier nochmal zurückgeschaltet, der identische, wie er vorher war. Also das historische Material des Sandsteins ist wiederverwendet worden. Allerdings war der Marktplatz in der Form mit der rauen Oberfläche nicht benutzbar. Und hier ist eben die Lösung gewählt worden, das Material in den Oberflächen nachzubehandeln, also die Köpfe zu sägen, nochmal wieder ein Stück weit aufzurauen, aber dann eben an den Kanten auch in der Rauigkeit zu belassen, sodass eben dieses typische Natursteinbild auch der etwas unruhigen Fugen verbleibt. Und hier ist es tatsächlich eben auch gelungen, es eben in dieser etwas, im Charakter attraktiveren Versionen zu belassen. Das war ein intensiver Diskussionsprozess, ob das dann überhaupt noch barrierefrei ist. Aber der Überrolltest nach Musterflächen hat dann ergeben, dass das doch sehr gut funktioniert und hier ein ganz guter Kompromiss gefunden wurde zwischen eben Erhaltung auch des Materials und eben auch diesem Charakter, der ja hier ganz deutlich auch durch dieses Farbspiel hier besteht. Also eine andere Ausprägung als in den Straßenräumen, als Sondersituation entwickelt. Und als besonderes Element ist hier noch eingelassen worden der Grundriss eines
historischen Rathauses, das sich hier in diesem Bereich, da wo jetzt auch die Touristeninformation steht, war früher eben das historische Rathaus und wir haben das im Grundriss im Grunde nochmal hier an der Stelle auch als Erinnerung nachgezeichnet. Und das ist der Gebrüder Warburg-Platz, der ein baumbestandener Platz ist, in dem hier nochmal ein Wasserspiel integriert worden ist. Das ist, hier sieht man auch nochmal sehr deutlich den Höhenunterschied. Und dieser Gebrüder Warburg-Platz hat dann erst in dem oberen Teil eine ebenflächige Zugänglichkeit und ist insgesamt, haben Sie eben auch gesehen, durchaus ein bisschen topografisch bewegt, aber zugänglich und damit so als ein grüner Aufenthaltsort in der Stadt wieder aktiviert worden, denn das war zum Ausgangszeitpunkt in der Form nicht der Fall. Ja, und dann will ich nur einfach noch mal kurz einen Einblick geben in zwei weitere Projekte, nämlich ein ähnliches Prinzip, also eine Innenstadt auch in nordrhein-westfälischen Städtchen, das umgestaltet worden ist mit einem auch wiederum typisch auch vorhandenen Materialkanon, den wir bei den Straßen, die bis teilweise noch in Klinker waren, wieder angewendet haben, nämlich auch eine Grauwacke, die hier aber in der Oberfläche und in der Fugenstruktur ein bisschen anders und eben ein bisschen aus meiner Sicht Altstadt angemessener angewendet worden ist, genauso gut überfahrbar, überrollbar ist. Und hier ist das Leitsystem über die Entwässerungselemente integriert und eben mit Laufbändern, die in den dann verbliebenen, auch rauen Belag des Marktplatzes integriert worden sind. Also da sehr dezent gearbeitet an der Stelle, also dennoch aber die Anforderungen mit umgesetzt, aber auch da nicht ganz offensichtlich als ein Leitsystem erkennbar, sondern Teil einer Gesamtgestaltung. Und das ist eigentlich das Grundprinzip, was wir auch für sinnvoll erachten. Genauso hier bei der Umgestaltung in Dorsten ist auch das Rinnenelement, das Leitelement, während die übrigen Flächen einfach auch im Duktus, in dem Fall in Klinker, als einheitlicher Platzbelag sich darstellen. Und hier ist es eben auch durchaus gewollt, dass der Straßenraum sich über dieses Leitelement oder über die Entwässerungsrinne als Straßenraum nochmal abbildet. Und dennoch findet sich ein Gesamtzusammenhang für diesen Platz. Ja, ich finde, das so ein ganz ein Stück weit ist diese Auseinandersetzung in Warburg am Ende dann auch eingeflossen in diesen Leitfaden barrierefreies Bauen. Das war also das erste Forschungsprojekt zum Thema barrierefreien Bauen, was ich dann an der TU gemacht habe. Also der Bundesleitfaden, wenn man so will, zusammen mit dem Kollegen Schmieg, der inzwischen zwar bereits emeritiert ist, aber seine Kollegin führt dieses Thema weiter. Wir haben eine eigene Professur für Sozial- und Gesundheitsbauten an der TU Dresden und das war natürlich eine perfekte Kombination, außen und innen gemeinsam zu betrachten, denn die Barrierefreiheit ist aus meiner Sicht nur als Kombination funktionstüchtig, also nur wenn der Innenraum kann nur sozusagen barrierefrei funktionieren, wenn auch die Außenerschließung so hergestellt ist und insofern haben wir da diesen Leitfaden in der Kombination auch entwickelt und da Herr Schmieg emeritiert ist, führe ich den im Moment in der fünften Auflage, die gerade in Vorbereitung ist, auch federführend weiter und wir diskutieren da eben sehr intensiv auch darüber, wie eben das barrierefreie Bauen auch ein Stück weit auch im gestalterischen Sinne gefördert werden kann, aber auch natürlich im Anwendungssinne gefördert werden kann. Denn es ist vielfach tatsächlich so, dass die Themen der Barrierefreiheit viel zu spät in den Planungsprozess integriert werden, oftmals eben erst zur Genehmigung, gerade auch im Hochbau erst zur Genehmigung Thema werden und dann oftmals auch attraktive gestalterische Lösungen gar nicht mehr in den Planungsprozess eingespeist werden können, weil gerade dieses Denken in Wegeketten, in Leitelementen, die beiläufig quasi
barrierefreie Benutzungsmöglichkeiten bieten, eigentlich schon ganz, ganz früh im Planungsprozess eine Rolle spielen, nämlich bei der Grundgestaltung schon mitgedacht werden sollten. Und deswegen haben wir hier auch, legen wir hier bei dem Leitfaden auch einen großen Wert darauf, dass es eben einen sehr transparenten Planungsprozess gibt, bei dem eben diese Themen der Barrierefreiheit auch schon sehr früh in der Planung eine Rolle spielen und sehr früh adressiert werden, um eben am Ende diese Durchgängigkeit und Einheitlichkeit der Elemente auch gut zu gewährleisten. Und dieses frühe Betrachten bedeutet zum Beispiel auch, dass dann bestimmte auch Investitionen, die möglicherweise gerade bei denkmalpflegerischen Gebäuden notwendig sind, auch früh schon erkannt und adressiert werden, weil auch das ist eine wichtige Voraussetzung, um am Ende auch gestalterisch gute Lösungen zu bekommen. Und gerade beim Thema Denkmalschutz spielt es eben auch eine Rolle, den Planungsprozess sehr transparent zu gestalten, um eben auch durchaus Abweichungen, die von den Normen möglich sind, auch gut zu hinterlegen. Und auch dafür ist eben ein solcher transparenter Planungsprozess eine wichtige Grundlage. Ja, soweit mein Vortrag an der Stelle. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu technisch, aber an einigen Punkten musste ich ein bisschen in die Tiefe gehen, um eben das Prinzip auch zu erklären. Ich hoffe, Sie konnten dem einigermaßen folgen und es entspricht dem, was Sie auch sich vorgestellt hatten an der Stelle. Ja, vielen Dank, sehr, sehr interessant. Und ich finde, es war auch eine sehr schöne Mischung aus ein bisschen Theorie und praktischen Beispielen. Man merkt da vielleicht auch, dass Sie daran gewöhnt sind, Menschen zum Zuhören auch zu motivieren. Das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Wir würden vielleicht noch ein paar Fragen diskutieren. Ich hätte auf jeden Fall noch ein paar Rückfragen. Wenn es sonst aus dem Publikum auch noch was gibt, dann könnt ihr das einfach in den Chat schreiben oder auch das Mikro anmachen. Ich würde sonst vielleicht einfach mal loslegen. Sie haben das schon ein bisschen angesprochen, diese vielleicht etwas klassischen und vielleicht schon auch etwas klischeehaften Konfliktfelder zwischen Denkmalschutz, Barrierefreiheit. Wie sieht es da aus? Also auch gerade in Bezug, man hat ja gesehen, Warburg ist auch sehr, sehr versiegelt, natürlich auch aufgrund von der verfügbaren Fläche, aber so mit Begrünung, klimatischen Aspekten, auch von der Materialwahl. Sie haben diesen Kontrast angesprochen, das spricht ja dann auch eher dafür, dass ein Teil des Materials zumindest eine gewisse Dunkelheit aufweisen muss. Also wie sehen so diese klassischen Konfliktfelder aus zwischen verschiedenen Sachen, die ja gleichzeitig auch jeweils gute Sachen sind? Und genau, wie moderieren Sie das als Planerin? Ja, die Konfliktfelder sind natürlich, gehen noch weiter, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist aber im Prinzip in jedem Planungsprozess dann eine Diskussion, die man führt. Sie haben es für Dorsten gesehen, da ist der Belag der hellere geworden und die Linien sind die dunkleren. Das ist, wenn man die Menschen mit Seheinschränkungen fragt, nicht vorteilhaft. Weil natürlich der helle Belag, insbesondere wenn Sie diesen Reflexionsgrad mit 0,5 richtig ansetzen, wenn das der Kern der Dinge ist, dann ist das sehr, sehr hell und reflektiert so stark, dass es dann auch schon zu hell erscheint. Insofern sehe ich da aber auch immer wieder eine Abwägung und eine Diskussion mit den Beteiligten vor Ort durch Bemusterungen dieser Klinker in Dorsten, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, erreicht die Werte auch nur haarscharf wieder. Also wenn man an die Grenzen geht, kommt man vielleicht dahin, dass man auch mit der Helligkeit gut klarkommt. Das sind die Einzelabwägungen, die man tatsächlich nur über Bemusterung auch gut hinkriegt. Und Sie haben vollkommen recht, die stadtklimatischen Aspekte waren 2009 noch gar nicht so ganz das Thema, hat aber auch mit energetischen Fragen zu tun, weil die dunkleren Flächen natürlich letztendlich, wenn es um Beleuchtungsstärke geht, auch wieder im Grunde mehr Energieaufwand erfordern, um die gleiche Helligkeiten herzubekommen. Das ist eine Abwägung, die man wirklich pro Ort auch treffen muss und die auch ein bisschen was mit dem Charakter des Ortes zu tun hat. Also ich würde auch nie sagen, es müssen immer nur helle Flächen sein, um Energie zu sparen, wenn ein Ort den Charakter hat, eigentlich eher vom Material, von der Materialhaptik aufgrund der Historie oder aufgrund der Materialien, die natürlicherweise dort vorkommen oder immer verwendet worden sind und eher
er ne, den, diesen Grauwackelcharakter hat, sage ich jetzt mal, dann wäre es ja eigentlich auch nicht sinnvoll, jetzt plötzlich alles in hellem Granit auszuführen. Also es hat auch was mit Charakter des Ortes zu tun und diese Abwägung spielt aus meiner Sicht da immer noch genauso eine wichtige Rolle. Und das, was Sie gezeigt haben jetzt an Beispielen, hauptsächlich Warburg, das entspricht auch noch, sage ich mal, den aktuellen Normen und Vorstellungen oder gibt es seitdem, okay. Das ist tatsächlich damals so gewesen, dass die DIN noch gar nicht verpflichtend etabliert war, sondern die DIN so zu arbeiten, gibt es erst bei uns seit 2000, jetzt lassen Sie mich lügen, 2013. Also ist erst später verabschiedet worden und insofern war es sozusagen ein Vorgriff, auch ein Stück weit, diese Themen da zu etablieren. Deswegen auch Modellprojekt. Es gab da noch nicht die, die DIN-Anforderung, so zu arbeiten. Und ist dieser Ansatz, den da gewählt wurde, dass man so in einem Rutsch die, sag ich mal, die komplette Innenstadt upgradet oder erneuert, ist das etwas, was viel vorgenommen wird? Hängt das auch mit Förderung zusammen oder ist das vorteilhaft? Ja, in dem Fall hat es natürlich eine Förderung gegeben, weil Modellprojekt und so weiter. Und das hat natürlich am Ende auch befördert, dass sie sich gleich die ganze Innenstadt vorgenommen haben. Ne? Also die Hintergrund war jetzt an der Stelle nicht, wir wollen eine barrierefreie Stadt werden, sondern es gab wirklich massive auch bauliche Probleme, denn dort gab, also es ist eine kleinere Stadt, deswegen es ist eine lebendige im Sinne von, es gibt noch alle Funktionen in der Innenstadt, es gibt eine Schule in der Innenstadt, die Schulbusse fahren quer durch die Stadt und deswegen gab es wirklich massive Schäden in einigen Straßen. Das war der Hauptanlass eigentlich für die Umgestaltung. Und am Ende auch für, dafür teilweise Asphalt zu verwenden, weil der Natursteinbelag, der teilweise, oder auch Pflasterbelag, Betonpflasterbelag, der teilweise in den Straßen war, der war derart zerfahren durch die Busse, dass die Antwort, um eben auch diese Funktion in der Innenstadt zu erhalten, also Schule mitten in der Stadt hat ja auch Vorteile im Alltagsleben, sage ich jetzt mal, sind wir eben bei den Fahrbahnen teilweise auch auf Asphalt ausgewichen. Ja. Und ob es ähnliche Beispiele gibt, ja, in Billerbeck gibt es das tatsächlich auch, aber wirklich manchmal über Jahrzehnte dann gedacht. Also nicht so, man muss ja hier auch sagen, das ist 10 Jahre hat das Ganze gedauert. Ne? Und wenn man aber weiß, dass irgendwann Stück für Stück die Straßen einer Erneuerung bedürfen, macht es ja absolut Sinn, das mit einem Gesamtkonzept zu belegen, gerade im Sinne dieser Barrierefreiheit für Menschen mit Seheinschränkungen, aber auch im Sinne der touristischen Einheitlichkeit macht das absolut Sinn. Ein Altstadtkern, der im funktionalen, so heißt es immer so schön, im funktionalen Zusammenhang als Einheit erkennbar ist, den auch einheitlich zu gestalten, hat ja in mehrererlei Hinsicht Vorteile. Hat für die Kommunen auch Vorteile in Sachen Vorhaltung von Materialien für Reparaturen und all diese Dinge. Also es gibt ja, ich habe jetzt sehr stark auf den Punkt Barrierefreiheit fokussiert, in Bezug auf Einheitlichkeit, aber das hat für die Kommunen auch noch andere Vorteile. Okay. Und insofern ist es durchaus etwas, was eben, wenn man es eben so am Anfang auch adressiert, für viele Kommunen auch plausibel erscheint, dass man sich ein Gesamtkonzept überlegt und nicht jeden Platz einzeln vergibt, sage ich jetzt mal. Also Plätze ja, aber die Straßenräume, die das Ganze verbinden, also so eine Matrix darstellen für das Ganze, dass man die mit einer gewissen Einheitlichkeit versieht, ist auf jeden Fall in jeglicher Hinsicht von Vorteil. Und deswegen kann man die Gemeinden dazu auch gut überzeugen, ja. Auch von meiner Seite vielen Dank, Frau Lohaus, für den sehr interessanten Vortrag. Es ist quasi so ein bisschen Back to the Future, weil man ja im Endeffekt mit diesen Leitlinien ein Element aufgegriffen hat, was es in Warburg ja schon gegeben hatte. In der genau, ja. Das war dann schon so, genau. Wir wollten noch auf eine Frage aus dem Publikum eingehen. Und zwar hatten Sie auch kurz schon die Beteiligung von einer Behindertenbeauftragten angesprochen. Inwiefern wurden denn an insgesamt Interessengruppen oder Betroffene in den Planungsprozess eingebunden? Und was würden Sie denn insgesamt raten, wenn es um die Einbindung von Betroffenen und Bevölkerungsgruppen bei solchen Projekten geht? Also das wird aktuell sehr intensiv betrieben, muss man sagen. In Warburg ist jeder Bauabschnitt im Prinzip mit einer
Anwohnerbeteiligung begleitet worden, Anwohner und Anwohnerinnen begleitet worden. Und die Menschen mit Seheinschränkungen und Rollstuhlfahrerinnen sind eben gerade am Anfang zu Bemusterungszeiten integriert worden in die Planung. Also letztendlich wird das Material ja am Anfang einmal festgelegt sozusagen. Und in dem dort wird eben wirklich eine sehr große Diskussionsrunde geführt, eine sehr breit gestreute, eben auch die gesamte Bürgerschaft einbeziehende Diskussion. Und danach bricht man es runter auf die einzelnen Straßenräume, wenn es wirklich um Detailgestaltung geht. Also das Gesamtprinzip wird einmal für alle diskutiert und dann kann man auf die einzelnen Anwohner, Geschäftsleute pro Straße eingehen, für pro Bauabschnitt, also gestaffelt, wenn man so will. Und für diese übergeordnete Runde machen wir wirklich immer sehr, sehr ausführliche Beteiligung. Hat auch immer was mit der Kommune zu tun, aber wir fordern sie auch ein an der Stelle, weil es nur Vorteile hat. Und weil man nämlich da genau diese Zielkonflikte auch da ausdiskutieren kann, weil eben alle auch zu Wort kommen in dem Moment und weil auch alle Verständnis füreinander gewinnen. Da kann man wirklich nur sagen, möglichst breit aufstellen, die Konzepte am Anfang diskutieren. Also es gibt die unterschiedlichsten Modelle, mit denen man das machen kann. Aber das ist, je transparenter man die Dinge präsentiert und diskutiert, auch in Varianten diskutiert, umso mehr Akzeptanz finden dann die Planungen im Anschluss auch, muss man sagen. Und man kann sich eben ein Stück weit auch immer wieder darauf berufen. Und bis hin dazu, dass wir wirklich auch 1:1-Bemusterungen grundsätzlich machen für die Materialien. Manchmal in Varianten, wenn schon klar ist, dass alle das Material gut finden, dann mindestens das und das in unterschiedlichen Formaten oder wie auch immer. Aber Musterflächen müssen einfach aus unserer Sicht sein, auch für uns selbst, ganz ehrlich. Also es ist ja auch so, dass man sich selbst überprüft mit diesen Musterflächen. Das muss ich offen zugeben, auch mit so viel Berufserfahrung, wie wir immer schon haben, ist es immer wieder eine Überraschung, das dann 1:1 zu sehen, weil es ist ja auch nie 1:1 identisch, was wir in den Orten machen, sondern jeder Ort hat irgendwie andere Materialitäten, andere Zusammensetzungen und es ist für uns auch hilfreich, das zu sehen. Und dann muss man auch mal sagen, also das ist es nicht, wir müssen das nochmal machen oder so etwas, auch aus gestalterischen Gründen durchaus. Und insofern sehe ich das wirklich sehr, sehr positiv und es geht bis zu Ausstattungselementen, bis zu Beleuchtungsproben, die wir wirklich 1:1 hinstellen und anschauen. Und insofern spielt die Beteiligung wirklich eine große Rolle und wen man beteiligt, da gibt es, das hat natürlich, das ist eine intensive Diskussion in der Regel auch mit den Beteiligten vor Ort, die kennen ihre Leute, die sie beteiligen müssen, natürlich auch sehr gut. Und wir arbeiten auch sehr oft, weil man natürlich jetzt nicht mit der gesamten Stadtbevölkerung jedes Detail entscheiden kann. Es ist aber wichtig, eine Rückkopplung auch zu haben, wie das ankommt. Und das ist, dann arbeiten wir oft mit Arbeitsgruppen aus ganz unterschiedlichen Gruppen. Also da sind die Senioren vertreten, da sind eben die Menschen mit Einschränkungen je nach Gruppierung im Ort vertreten. Und diese Arbeitsgruppen, das sind vielleicht 20 Leute, und die werden wirklich mit jedem Planungsschritt mitgenommen. Also wie ganz klassische Planungsbesprechungen, die sind bei jeder Planungsbesprechung im Prinzip dabei und kriegen die Dinge mit. Das ist ein lernender Prozess. Das heißt, da habe ich wirklich Spezialisten ausgebildet anschließend. Die kennen jeden Unterschied von Pflasterstein A zu Pflasterstein B, Leuchte A, Leuchte B, technische Anforderungen. Die kennen alles hinterher und das ist dann eine Ebene, mit denen man auch gut diskutieren kann und Entscheidungen treffen kann. Und das wird dann rückgekoppelt wieder in die größeren Veranstaltungen, also Bürgerveranstaltungen über alle, wo alle nochmal mitreden können. Und diese kleine Gruppe ist dann auch wie so ein Multiplikator in dem Moment. Die sprechen ja wieder mit ihren Leuten, erklären das weiter und so kommt eigentlich eine ganz gute Vervielfältigung auch der Ideen zustande.
Und auf strategischer Ebene, wie sehen Sie das da? Ist dann so eine, sage ich mal, Zuständigkeit innerhalb von einer Verwaltung oder von einem politischen Gremium wie ein spezifischer Beauftragter für jetzt nicht nur dieses, sage ich mal, dieses Behindertenthema, sondern da insgesamt die Barrierefreiheit, ist das ein positiver Ansatz, mit dem Sie, wo Sie dann auch einen guten Gesprächspartner in der Verwaltung finden? Oder wie würde man das strategisch angehen, wenn man jetzt als Gemeinde sagt, das ist ein Thema, dem ich mich widmen will? Gebe ich mir ein Konzept, beauftrage ich jemanden? Wie würden Sie da herangehen? Das liegt jetzt wirklich daran, auf welcher Maßstabsebene Sie unterwegs sind, sage ich jetzt mal. Wenn es wirklich um diese Innenstadt geht, dann würde ich sagen, kann man mit den Gruppen arbeiten, die da sind, weil sie es als planerische Aufgabe ja herausgeben. Also da bringen eigentlich die Planer, Planerinnen das Know-how oder eben das Verfahren, so würde ich das mal nennen, weil das werden sie ja in irgendeiner Form machen müssen. Wenn sie es aber auf der Stadtebene darüber hinaus betrachten wollen, also nicht nur für den öffentlichen Raum, sondern eben möglicherweise den Wohnungsbau, die Ladenbesitzer mit ansprechen wollen, die also private Investitionen noch mit betrachten, sind wir ja auf so einer Sanierungsebene, Sanierungsträgerebene, und da wäre es natürlich gut, wenn es da jemanden gibt, der sich da relativ gut auskennt, sagen wir es mal so, ne? Und bei den großen, größeren Städten ist es ja ohne, also ist es zumindest bei uns in Deutschland so, dass es die Vertreter für Menschen mit Behinderungen als Position in den Städten gibt, mit der jede Planung abzustimmen ist. Aber aus meiner Sicht ist das eben in so einem Prozess auch nur eine der Positionen, also man wird da auch ein bisschen breiter sich nochmal aufstellen müssen in dem Moment. Ne? Okay. Gibt es denn noch Fragen von unseren Zuhörern? Okay, wenn nicht, ich hätte noch eine Frage an Sie, Frau Lohaus. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, an das Bild vorher, nachher oder den Vergleich vorher, nachher, ist es so gewesen, dass vorher zwei Autos zumindest noch auch an einem parkenden Autos nebeneinander vorbeifahren konnten. Das heißt, effektiv haben Sie durch die Renovation die verfügbare Verkehrsfläche für den motorisierten Individualverkehr reduziert, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ein Stückchen. Wie haben Sie diesen Zielkonflikt gelöst? Das ist quasi auch in Luxemburg recht interessantes Thema, recht häufig gestellte Frage. Also das Thema Verkehr ist gerade in Warburg sehr intensiv diskutiert worden. Es ist in einer Kleinstadt extrem schwierig, den Menschen die Autovorfahrt zu nehmen, muss man sagen. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Gerade auf dem Land, also für die vom Land sozusagen in den Ort hineinfahren, die wollen natürlich immer direkt am besten vor dem Laden parken wollen. Also das ist ganz, ganz schwierig. Insofern war das ein kritischer Punkt über die Barrierefreiheit, über die Mindestmaße der Wege, die man so braucht, konnte man da so ein ganz bisschen argumentieren. So nach dem Motto, sie wollen Modellstadt werden, dann brauchen wir das jetzt hier. So, Rollstuhlfahrer ist so und so breit, also haben wir da so ein bisschen Spielraum zu diskutieren. Und das kann man an der Stelle nur als Argument dann eben anführen. Und ansonsten ist ein Grundprinzip, wenn die politische Situation einfach noch so ist, dass eben man nicht auf den Verkehr in diesen Straßen verzichten kann, dann denken wir, ist es ganz sinnvoll, die Straßen so zu gestalten, dass man sie sich auch sehr gut ohne Autos vorstellen kann. Also in dem Fall ist es ja auch so, die Gestaltung ist so, wenn ich die Stahlnägel für die Markierung der Fahrzeuge wegnehme, würde nie jemand drauf kommen, dass das jemals mit Autos gedacht war. Also diese Flexibilität mitzudenken, das ist uns sehr wichtig. Das versuchen wir eigentlich fast immer, wenn wir solche Konfliktsituationen haben, hinzukommen. Okay, das ist quasi ein Bereich, der auch für beide nicht motorisierten Individualverkehr genutzt werden kann, eben auch nur für den nicht motorisierten Individualverkehr genutzt werden kann, wenn man ihn absperrt. Genau. Also man bleibt flexibel. Man muss nicht nur, weil man die Verkehrssituation ändert, so eine Straße wieder neu bauen. Also ein Konzept zu entwickeln, das in alle Richtungen nutzungsflexibel bleibt für die Zukunft in Sachen Mobilität, ist einfach die Fragestellung. Weil wir merken ja auch, dass es durchaus
Wellen in der Thematik gibt, betrifft ja auch jetzt nochmal die Thematik, dass wir wahrscheinlich mehr, möglicherweise wieder mehr Außengastronomie und noch weniger Läden bekommen. Die brauchen auch wieder mehr Platz im Straßenraum. Wir werden sehen, was da passiert, aber wir können nicht mit jeder Welle so einen Straßenraum neu bauen. Also brauchen wir eine gewisse Flexibilität. Vielen Dank. In dem Zusammenhang vielleicht noch eine Frage. Wir hatten auch dieses Thema von einer Konferenz organisiert, in diesem Rahmen zum Thema Covid und die räumlichen Auswirkungen. Und was ich interessant fand, Sie haben ganz am Anfang davon gesprochen, von dem Wohnen in der Innenstadt. Wenn man jetzt beim Thema Barrierefreiheit bleibt, sehen Sie da einen Vorteil darin, dass das vielleicht als Wohnstandort auch wieder interessant werden könnte? Ja, das sehe ich dann ganz deutlich. Also das ist der Mehrwert, den man eben automatisch mitgeneriert, dass das für Menschen mit die eben wohnen bleiben wollen in der Innenstadt oder weil sie kurze Wege haben, kurze Wege zum Arzt und so weiter, ist das ja ein perfekter Standort eigentlich. Und wenn dann die Straßenräume auch noch gut funktionstüchtig sind, umso besser. Okay. Also das ist, glaube ich, in der Hinsicht zukunftsweisend gedacht und flexibel auch wieder im Moment. Und vielleicht noch zum Abschluss, diese Normen, die wir kennen mit den Noppen, den Rillen, den Leitsystemen, ist das jetzt am Ende? Gibt es da noch wird es da eine Weiterentwicklung geben? Spielt da die Digitalisierung mit rein, dass alle irgendwelche Brillen aufhaben und das nicht mehr erforderlich ist? Also wie kann man sich das Thema in Zukunft noch vorstellen? Das kann gut sein, dass das noch besser wird. Noch sind die nicht so präzise. Ich sage es mal so. Und also die Verortung ist nicht so haarscharf, dass das klappt. Und das merkt man ja auch, wenn man selbst mit irgendwelchen Wander-Apps mal unterwegs ist, wie lange dann doch das GPS braucht, bis es einen wieder gefunden hat. Und das ist, wenn man schnell gehen will, natürlich, es funktioniert noch nicht so richtig. Und auch deswegen, weil man sich ja auch durchaus wünscht, dass es solche Entwicklungen gibt, denke ich immer, ist es wichtig, die Straßen oder Innenstadtlagen so zu gestalten, dass es nicht vordergründig aussieht wie ein Leitsystem, sondern so zufällig auch funktioniert, sagen wir es mal so. Also, dass man nicht auf den ersten Blick darauf kommt, warum das so gestaltet ist. Und damit reduziert sich das Rillen- und Noppenthema ja im Wesentlichen wirklich auf gefährliche Situationen, auf Kreuzungen und so weiter. Und da finde ich halt auch den Mehrwert, dass wenn man mit dem Handy unterwegs ist, man auch merkt, aha, hier kommt die Kreuzung. Also ich sehe diese Multifunktionalitäten da eigentlich immer, aber es gibt leider auch viele nicht so schöne Beispiele, wo das Thema der Rillen und Noppen wirklich vordergründig platziert ist. Und deswegen ist mir das auch wichtig, diese Sachen ein bisschen zu verbreiten, dass es gar nicht so zwingend immer diese Riffeln und Noppen sein müssen. Wenn man das frühzeitig mitdenkt, geht es eben auch anders. Und das habe ich leider eben auch schon ein paar Mal erlebt, dass eben dann Wettbewerbe entschieden werden. Im Nachhinein muss dann noch ein Leitsystem entwickelt werden. Dann funktioniert die Gestaltung am Ende eben oftmals nicht mehr. Es ist wirklich gut, das von Anfang an konzeptionell mitzudenken. Es ist ein anderes Denken. Man muss sich anders auf den Ort einlassen, wenn man so ein Leitsystem mitdenken will. Ich denke, man muss das Thema auch einfach akzeptieren und nicht denken, es geht wieder weg. Also das ist immer so mein Eindruck, dass man entweder versucht, es einfach auszusitzen oder denkt, in 5 Jahren ist es vielleicht wieder was anderes, sondern man muss es einfach akzeptieren, so wie man akzeptiert, dass das Wasser eben dem Gefälle folgt und dass man damit umgehen muss. Ja. Dass eine Stufe eine bestimmte Steigung hat, dass die auch in der DIN festgelegt ist. Ich meine, da fragt keiner danach, ne? Dass man Stufen immer gleich in Abstand machen muss, nicht unregelmäßig und so weiter. Das ist akzeptiert, aber das Thema Leitsystem ist noch nicht akzeptiert. Das ist für die Diskussion führe ich häufig. Ja. Okay, wir sind jetzt mehr oder weniger auch an unserer Zielzeit angekommen. Auf jeden Fall von unserer Seite nochmal sehr, sehr herzlichen Dank für einen sehr interessanten Vortrag und sehr interessanten Austausch. Ich wollte noch einmal kurz das Folgeprogramm einblenden, auch um es uns selber immer wieder in Erinnerung zu rufen. Wie gesagt, heute nach dem Thema der Barrierefreiheit, dann nächste Woche die Revitalisierung der Innenstadt, und ich werde jetzt nicht wieder alle wiederholen, die Vorträge mit Ausnahme mit dem Vortrag aus Australien am 29. Juni immer um 16 Uhr via Zoom und der Link, wie gesagt, immer auf unserer Homepage zu finden.
wie gesagt, für heute dann nochmal herzlichen Dank an Frau Lohaus und ich hoffe, es hat euch allen gefallen und wir sehen uns ansonsten nächste Woche wieder an gleichem Ort. Vielen Dank und einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.